Mein Name ist Maximilian Meschler und wir zeigen Beauty- und Kosmetikunternehmen, wie sie ihre Produkte optimal in Szene setzen und mit hochwertigeren Bildern mehr Umsatz generieren. Also ich bin seit August 2020 im Coaching und die Frage sollte eher lauten, wie kann ich von euch nicht hören, weil ihr seid ja im Endeffekt überall im Internet, aber ansonsten natürlich über Social Media. Ich erhoffe mir davon eigentlich gar nichts. Also es ist natürlich cool, euch oder die ganze Truppe hier einfach mal persönlich kennenzulernen. Aber ich möchte eigentlich viel mehr dafür sorgen, dass andere da draußen aufwachen und einfach mehr aus dem machen, was sie halt eben aktuell machen. Ja? Weil oftmals hindert uns einfach nur dieses Mindset, dieses negative Denken. Und genau das ist halt das, wo dir hier Unterstützung gegeben wird. Und genau das ist halt eben der Punkt, wo ich eigentlich wirklich den Leuten nur die Augen öffnen will, weil ich weiß es selber, dass es funktioniert jetzt und genau das andere können oder genau das kann halt eben bei den anderen auch passieren. Was genau machst du? Wir zeigen Beauty-Unternehmen, Kosmetik-Unternehmen, wie sie ihre Produkte optimal in Szene setzen und mit hochwertigeren Bildern und Videos mehr Umsatz generieren, ohne selber Hand anzulegen bzw. ohne Vorkenntnisse das Ganze umzusetzen. Mhm. Also Coach hier oder seid ihr eine Agentur? Nee, wir sind eine Agentur. Also wir bauen das auf und werden zu einer größeren Agentur. Natürlich habe ich alleine angefangen. Das reicht mir aber jetzt persönlich nicht mehr, weil ich möchte mehreren Kunden helfen dabei, die Produkte ins richtige Licht zu setzen. Mhm. Und genau deswegen habe ich mich dann für diese Agentur entschieden. Also du hast eine eigene Agentur? Ja. Und ihr helft Beauty-Unternehmen sozusagen dabei, ihre Produkte besser zu vermarkten? Genau. Und dann fahrt ihr hin zu denen und macht Bilder oder wie läuft das konkret ab? Es gab mal eine Zeit, da sind wir hingefahren und es gibt auch noch vereinzelt Firmen, wo wir das machen. Also es gibt jetzt auch eine Firma zum Beispiel, denen wir eine Schulung geben, denen wir dann zeigen, wie sie selber das Ganze umsetzen, also die Produkte selber in Szene setzen, egal ob das fotografisch oder videografisch ist. Aber prinzipiell ist es so, dass die ganzen Gespräche weiterhin über Zoom laufen und die Produkte werden zu 95% zu uns geschickt. Yeah. So dass wir die dann halt eben auch vor Ort haben. Dann wird halt ein Konzept erstellt, wie wir das Ganze umsetzen. Natürlich gibt es von der Firma ihrer Seite aus auch nochmal ein Briefing. Das heißt, okay, die machen sich schon mal Gedanken, in welche Richtung das Ganze geht. Yeah. Und dann können wir dazu uns halt eben Gedanken machen und können unsere eigenen Ideen noch mit einbringen. Bei den einen oder bei manchen Firmen mehr, bei manchen Firmen weniger. Und das wird halt zum Konzept erstellt und dann kriegen die von uns quasi das Konzept als PDF. Mhm. Und wenn die das absegnen, dann wird das bei uns komplett umgesetzt. Und währenddessen wir das umsetzen, haben wir auch mit den meisten über WhatsApp Kontakt, sodass wir halt eben auch auf einem schnellen Weg einfach mal so 2-3 Bilder zwischendurch zeigen können. Und dann segnen die das ab. Und wenn das gegeben ist, dann kriegen die zum Schluss eine Bilderauswahl, wo die halt selber nochmal drüber schauen können. Die können die können allgemein das Go geben. Die können auch sagen, okay, hier, das und das passt uns vielleicht noch nicht. Die 2 Bilder bitte mal rausnehmen und nochmal neu machen. Oftmals ist es halt so, dass wir das auf einem kurzen Weg über WhatsApp machen. Dann passiert das während der Produktion. Falls das nicht der Fall ist, dann passiert das danach. Ist auch kein Problem. Und dann geht es in die Post-Production, wo wir dann quasi die ganzen Bilder bearbeiten. Oder wenn es halt Videos sind, wo wir das Ganze dann schneiden. Wie bist du darauf gekommen, das Ganze zu machen? Also was war so die Idee oder wie war überhaupt dein Werdegang? Na, mein Werdegang war, dass ich mich irgendwann mit der Fotografie auseinandergesetzt habe. Und also eigentlich fing das so an, dass ich damals einen Traum hatte, irgendwas von der Fotografie geträumt. Und dann bin ich aufgewacht und habe mir halt die Kamera von meinem Vati genommen und habe dann im Endeffekt alles Mögliche ausprobiert. Also habe halt probiert, okay, wie funktioniert eine Kamera? Dann war es zu hell, zu dunkel, zu unscharf, alles scharf. Und dann habe ich mich mit dem ganzen Kram auseinandergesetzt. Mhm. Und ja, dann bin ich halt durch
diverse Bereiche geswitcht, das heißt mit Hochzeiten und allem drum und dran angefangen, mhm. bis hin zur Beauty- und Kosmetikbranche, weil da bin ich dann stehen geblieben, weil ich da einfach den größeren, ich konnte in dem Bereich kann ich einfach am kreativsten sein. So, du bist halt schon ein bisschen eingeschränkt, weil du hast, also jede Firma hat so seinen eigenen Stil, deswegen auch das Briefing von deren Seite aus. Aber trotz dessen kannst du immer kreativ genug sein. Du kannst immer so kreativ sein, dass du denen immer irgendwas Neues mitbringen kannst. So, und das hat mich halt eben geflasht. Und im Beauty-Bereich arbeiten wir auch oft mit Models. Models und Produkte. Und wenn es nur um Produkte geht, dann schicken die uns, wie gesagt, die Produkte zu und dann fokussieren wir uns zu 100% nur auf die Produkte. Also es gibt beides. Ja, cool. Dann, also das ist gerade praktisch Fotografie autodidaktisch beigebracht. Hattest erst einen Traum, bist dann auf die Idee gekommen, hast dir dann selber beigebracht, angeeignet und dich dann selbstständig gemacht. Ja, früher war es halt ein Hobby. Ja. Jetzt ist es immer noch ein Hobby, aber mit dem ich halt gutes Geld verdiene, was mir Spaß macht. Und mittlerweile ist es halt meine Mission, die Firmen besser darzustellen. Also ich vergleiche das auch immer mit Apple. Mhm. Lustig, aber Apple hat immer eine gleichbleibende Qualität von Werbung. So, und wenn du dir einige Kosmetikfirmen anschaust, hast du oftmals, dass die Qualität hier oben haben, der nächste Post ist wieder hier unten von der Qualität, dann wieder oben, wieder unten. So, und ich habe mir einfach gedacht, jede Firma sollte eine gleichbleibende Qualität haben, weil in meinen Augen bringt die gleichbleibende Qualität bei dem Endverbraucher auch das Gefühl rüber, dass die Qualität gleichbleibend ist. Weil wenn ich jetzt einmal hier oben... Produkte selber. Ja, genau. Wenn ich jetzt einmal hier oben ein geiles Bild habe oder eine geile Qualität habe und das nächste ist halt eben wieder Low Budget, dann würde das für mich halt eben vielleicht auch bedeuten, okay, vielleicht ist das Produkt auch nur mal so, mal so. Und das ist ja zum Beispiel bei Apple auch nicht der Fall und deswegen vergleiche ich das halt eben auch immer mit Apple und sage, okay, genau das will ich halt eben auch für die ganzen Firmen erreichen. Mhm. Wie lange machst du das Ganze jetzt schon? Die Fotografie allgemein. Fotografieren habe ich mit 2014 habe ich angefangen, ja. Also vor 7 Jahren. Genau. Okay, und dann hast du dich auf die Beauty-Branche spezialisiert in? Anfang 2019. Anfang 2019. Wann bist du zu uns ins Coaching gekommen? August 2020. August 2020. Wieso? Ich war vorher noch bei einem anderen Coach, muss ich offen und ehrlich zusagen, und habe einfach festgestellt, dass die Person nicht zu 100% zu mir passt. Und ja. Warum nicht? Weil einfach die Methoden nicht so gepasst haben, wie ich es mir vorgestellt habe und da auch viel über die Community läuft. Mhm. Und dadurch, dass ich aber auch viel im B2B-Bereich tätig bin, bringt mir im Endeffekt auch die Community erstmal auf Instagram, Facebook etc. nicht viel. Und deswegen, euch hatte ich ja schon länger beobachtet und habe dann gesagt, okay, wenn ihr es mir nicht beibringen könnt, dann kann es halt keiner. So. Und das war für mich auch der letzte Ausweg. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich komme hierher und will das Ganze umsetzen. So. Und dann ging es ja auch relativ flott. Also man muss einfach nur das machen, was ihr auch wirklich sagt. So, also ich habe nicht viel drüber nachgedacht, bin ich auch ehrlich, bei manchen Dingen dachte ich mir so, warum, was schwebt euch da im Kopf vor, so, ihr seid nicht mal ganz, zum Beispiel? Ihr seid nicht mal ganz fit, naja, das, keine Ahnung, ihr habt ja schon ein provokantes Auftreten, so. Nein, echt? Findest du, ja? Merkt man kaum, nein, Spaß beiseite, aber damit kann ich mich auch identifizieren, das passt auch. Aber es gab halt so Kleinigkeiten, mir fällt jetzt kein Beispiel mehr ein, aber es gab definitiv genügend Dinge, wo ich mir dachte, da habe ich einfach nur den Kopf geschüttelt. Und ich habe es dann einfach gemacht, weil ich dachte mir so, come on, ich bezahle euch, ich will nicht drüber nachdenken, weil dann könnt ihr es auch selber machen. Und wenn es schon funktionieren würde. Also meistens im Training gab es Punkte, wo du gesagt hast, ey, boah, ja. Da hast du den Kopf geschüttelt. Ja, gab es oft. Fällt dir nichts ein. Ob es jetzt ein Mindset-Problem war, denn das war wie mit diesem Telefonieren mit der DMC oder physische Direct-Mailing etc. Und das waren alles so Dinge, wo ich mir dachte, ach, das funktioniert doch nicht. So ein scheiß Flyer oder wie auch immer, schmeißt man doch einfach weg. So, das war halt auch damals mein Mindset. Ist ja kein Flyer, aber. Ja, aber du weißt, wie ich es meine. Ja, ja. So, und dann dachte ich mir so, es wird schon irgendeinen Grund haben. Du dachtest so, Mist, dafür habe ich jetzt Geld bezahlt. Ja, komm, probier es mal aus. Das Ding ist,
So ungefähr. Ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bezahle euch und mache einfach gar nichts, so, dann seid ihr glücklich, ihr habt einen Kunden. Ich bin nicht glücklich, wenn du nichts machst. Oder ihr habt einen Kunden, der halt nicht umsetzt, und ihr habt einen Kunden, mit denen ihr, von denen ihr nichts hört. So, und das dachte ich mir so, nee, will ich nicht. Also wollen wir, da muss ich jetzt mal einhaken, wollen wir übrigens auch nicht. Also ich höre gerne von unseren Kunden, und vor allen Dingen wollen wir auch, dass sie umsetzen. Das kann ich nur bestätigen. Aber siehst du ja im Programm selber auch. Ne? Ja, das kann ich auch bestätigen. Seitdem ich in im größeren Coaching noch bin, ist es ja noch intensiver geworden. Mhm. Aber für mich war halt die Wahl, entweder ich mach's, also entweder ich setze 1:1 um, oder ich lasse es. So, aber wenn ich es lasse, dann bleibe ich da stehen, wo ich jetzt bin. So, und deswegen habe ich das Ganze einfach umgesetzt. Okay, und dann, was ist dann passiert? Ja, dann kam der große Boom. Dann bin ich mal, also dann habe ich den Umsatz halt eben, ja, vervierfacht, verfünffacht. Also wir waren dann mal schnell im fünfstelligen Bereich. Und ja, jetzt ist halt eben das Ziel, noch mehr Kunden zu helfen. Das ist auch wirklich mein Fokus. Also mein, das Geld ist jetzt nicht der Fokus, den ich habe, oder das ist jetzt nicht mein Antrieb. Geld ist jetzt nicht unbedingt mein Antrieb, sondern mein Antrieb ist es, die Firmen wirklich erfolgreich zu machen. So. Mit denen du arbeitest, ja. Genau, weil bin der Meinung, wenn du Geld als Fokus hast, Geld ist wichtig. Geld ist wichtig, um deine Ziele zu erreichen oder dir irgendwas zu gönnen. Mhm. So, aber wenn du irgendwann jetzt mal angenommen, du willst sechsstellig gehen, das ist jetzt dein Ziel. Du hast es einmal geschafft. Sechsstellig im Monat, meinst du? Genau, sechsstellig im Monat. Dann hast du dein Ziel geschafft. So, und dann brauchst du ja wieder ein anderes Ziel. Aber wenn ich mir jetzt als Ziel setze, okay, ich will jede Firma, die oder für die ich arbeite, die ich unterstütze, noch erfolgreicher zu machen, dann geht immer mehr. Egal wie erfolgreich eine Firma ist, du kannst eine Firma immer erfolgreicher machen. Und das alleine nur durch die Produkte ins richtige Licht zu setzen, egal ob das fotografisch oder videografisch ist. Mhm. Ja, und das ist halt eben wirklich mein Fokus, und bis jetzt habe ich da auch nur positives Feedback bekommen. Also dein Antrieb ist vor allen Dingen, dass du sagst, hey, ich möchte einfach meinen Kunden noch mehr helfen. Genau. Und noch geilere Ergebnisse liefern. Genau, weil ich habe halt festgestellt, dass die Außendarstellung von vielen Firmen einfach noch Potenzial nach oben haben. Aber was, jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem, du hast deine Strategien umgesetzt, auf einmal hast du deinen Umsatz vervierfacht, hast du eben gesagt. Was war das denn so für so ein Gefühl, wenn das auf einmal geklappt hat? Vor allen Dingen, du hast ja vorher gedacht, das geht nicht. Also ich hätte, ein paar Monate davor habe ich nie gedacht, dass man fünfstellig verdienen kann, oder kann schon, aber nicht in meinem Bereich. Und ich kann mich noch daran erinnern, da bin ich durch die Stadt gelaufen und hatte einen fünfstelligen Auftrag. Es war ein Kunde, und ohne Mist, ich habe die E-Mail erhalten, Bestätigung, unterschriebenes Angebot etc. Und ich bin durch die Stadt gelaufen und ich bin in die Hocke und hatte Tränen in den Augen vor Glück, weil ich einfach, doch, echt? Ja, ohne Scheiße, das habe ich noch keinem von euch erzählt, aber ich bin wirklich durch die Stadt gelaufen, und da war es noch relativ warm. Und ich gehe auf einmal komplett in die Hocke und alle Leute so drumherum gucken mich an, und dann habe ich auf einmal so Tränen in den Augen, weil ich einfach mega happy bin und dachte mir so, krass, ich habe es geschafft. Und das war halt auch der erste Monat, der fünfstellig war. Ja, und seitdem ging es halt eben nur bergauf, weil man muss erstmal die erste Hürde schaffen. Und deswegen glaube ich auch, dass es viel schwieriger ist, von null auf fünfstellig zu kommen, als von fünfstellig auf sechsstellig, weil dann muss man einfach nur noch mehr machen von dem, was man macht. So. Und sobald man die ersten Kunden hat, die glücklich sind über deine Ergebnisse, über die Zusammenarbeit, dann weißt du auch, dass du anderen Firmen helfen kannst. Ja, also was du sagst, ist vollkommen richtig. Es ist schwieriger, sozusagen das erste Mal fünfstellig zu kommen, ja, weil du musst halt die Skills lernen, die dafür notwendig sind, verkaufen, musst dein Angebot richtig positionieren, dass da Leute auch Interesse dran haben, das auch richtig kommunizieren können und so weiter und so fort. Wenn du dann allerdings die Abschlüsse machst und es funktioniert, dann ist das eigentlich auch das Erfolgsrezept, um mich auf sechsstellig zu bringen, weil jetzt musst du einfach nur genau dieses Angebot und genau auf dieselbe Art und Weise wiederverkaufen vor einfach immer mehr Interessenten, mit denen du sprichst. Das heißt, du musst einfach nur mehr Leads generieren, also Interessenten generieren, um auf sechsstellige Monatsumsätze zu kommen. Und dann musst du natürlich das so aufbauen, dass deine Dienstleistung auch wirklich skalierbar abgearbeitet werden kann von dir oder eben von Mitarbeitern, die du einstellst und so weiter und so fort. Ja. Aber du hast recht, also es ist wirklich einfacher sozusagen. Das Harte ist eigentlich immer das Verkaufen lernen und das Angebot richtig aufstellen. Konntest du vorher gut verkaufen? Also ich glaube, dass ich schon sympathisch auf die Menschen wirke, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich gut verkaufen konnte. Ich bin auch jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage,
Ich bin zufrieden. Also da geht natürlich noch mehr, muss ich auch einfach sagen, weil ich glaube, jeder kann in jeder Situation noch was dazu lernen. Es kommen auch immer wieder neue Situationen von Kunden oder von diversen Anrufen, wo du einfach mit der Reaktion gerade nicht gerechnet hast und wo du einfach noch mehr lernst dazu. So, aber ich glaube auch da draußen, die ganzen, vor allem in der Künstlerbranche, in der Fotografenbranche, hab ich das Gefühl, dass die Leute einfach ein falsches Mindset zum Verkaufen haben. So, also ich kann ja nur in der Branche was behaupten, in der ich mich jetzt auch rumtreibe. Ja. Und ich glaube, dieses Verkaufen hat bei vielen einfach so einen negativen Einfluss. Aber im Endeffekt ist es ja positiv, weil Verkaufen hat ja nichts damit zu tun oder nicht nur damit zu tun, dass man Geld verdienen will, sondern man will ja in dem Fall auch der Firma helfen. So. Und das wurde mir halt noch mehr bewusst, seitdem ich halt bei euch bin. Weil am Anfang hatte ich auch dieses Ding, ich muss den jetzt verkaufen, ich muss jetzt im Monat Summe X verdienen, damit ich überhaupt meine Fixkosten habe und will ja vielleicht nochmal in Urlaub, bla bla bla. So. Aber wie ihr das einfach gezeigt habt, dass ihr oder wie man Kunden allgemein erreicht und dann sagt, okay, man guckt erstmal nach dem Bedarf von denen. So, natürlich gibt es immer mal bei Kunden, die negativ darauf reagieren. Aber im Großen und Ganzen habe ich auch da keine negativen Erfahrungen gesammelt. Also es hat mich noch keiner irgendwie blöd angemacht am Telefon oder sowas. Sobald du das auf einer sympathischen Art machst, glaube ich auch, dass das funktioniert. Weil im Endeffekt jeder Selbstständige, jeder Unternehmer will sich verbessern in diversen Bereichen. Und wenn und du jeder, das... Jeder Firma will ja auch mehr Umsatz machen. Ja. Die Produkte ins bessere Licht stecken, das ist ja... Ja, eben. So. Und viele haben auch schon Agenturen, aber viele sind halt eben auch offen, parallel noch mit anderen zu arbeiten oder sich einfach mal frischen Wind zu holen. Von daher, und wenn es gar kein Bedarf ist, ja okay, dann halt nicht. So, dafür hat man ja genügend Kunden. Oder beziehungsweise ist ja der Pool groß genug. Ja. Und ansonsten kann man immer noch nach einem halben, dreiviertel Jahr wieder anrufen, weil es kann ja sich in der Zeit schon wieder sehr, sehr viel geändert haben. Also ich sehe es ja, wie schnell das jetzt bei mir ging. Und je größer die Firma, umso schneller können ja auch die Veränderungen sein. Hast du vorher schon mit Skripten gearbeitet? Auf diese Art und Weise nein. Okay. Also es gab mal so zwei, drei kleine Skripte, aber nicht so perfekt ausgearbeitete wie die. Beziehungsweise ihr gebt ja auch nur eine Vorlage in der Hinsicht. Und man muss sich dazu selber auch noch Gedanken machen, aber trotz dessen... Ja, also, ja, ein individuelles Geschäft, ne? Ja, aber trotz dessen, also das war halt auch eine Sache, wo ich viel ausprobieren musste. Ich bin auch jetzt gerade dabei, wieder um andere Dinge auszuprobieren. Aber ich glaube, das ist einfach ein normaler Prozess. Weil ich glaube, mit dem Skript kommt man bis zum gewissen Punkt und dann kommt man an die Grenzen und dann muss man halt eben gucken, okay, was passt zu deinem Kunden, was passt nicht zu deinem Kunden, wie man das Ganze dann einfach gestaltet. Was war so dein größtes Learning bei uns? Mein größtes Learning war im Endeffekt, wie ich mehr Kunden generiere. Und das auch jetzt in der Corona-Zeit. Also weil ja viele auch sagen, okay, jetzt in der Corona-Zeit nicht möglich und ich mache auch gerne mal Posts auf Instagram, wo ich dann einfach Kundengespräche oder sowas habe oder jetzt gerade zum Kundengespräch gehe. Und auch da merke ich, dass viele negativ drauf reagieren und sagen, als ob du jetzt mit einem Geschäftsführer Termine hast und. Und ich denke mir so, ja doch, also meine Zahlen lügen nicht. Meine Kunden also sind, in deinem Umfeld sozusagen. Ja, genau. Es gibt viele, die das dann nicht glauben können. Genau, dass du einen Termin hast. Das glauben einige nicht, weil viele halt immer noch dieses Mindset haben, jetzt in der Corona-Zeit kann man halt nichts verkaufen. Aber gerade jetzt ist halt für mich das größte oder der größte Wachstum da. Es ist natürlich schwieriger, weil viele weniger Geld zur Verfügung haben, aber viele Erfolgreiche wollen halt weiterhin erfolgreich bleiben und wollen halt weiter auf dem Markt bleiben. So. Ja. Dadurch wird es natürlich schwieriger, zum was anzubieten oder überhaupt erstmal zum Geschäftsführer zu kommen und. Aber wenn das geschehen ist, dann sind auch viele offen dafür. Ja, das Schöne ist ja, wenn man jetzt in dieser Zeit in der Lage ist, Geschäft zu machen und seinen Umsatz zu steigern und so weiter und so fort und mehr Kunden zu generieren, Mitarbeiter einzustellen, ja, das wird ja nur tendenziell leichter werden in den Folgejahren, weil jetzt sind wir gerade in einer schwierigen Phase. Es ist sehr, sehr schwierig, vor allem auch jetzt in der Fotografiebranche und der Videobranche und direkt auch vielleicht Sachen zu organisieren, ja, weil viele, es gibt manche Möglichkeiten, hat man einfach nicht mehr bestimmte Locations und so weiter und so fort. Ja. Es gibt ja Regulierungen mit Räumen und so weiter und so fort. Das ist deutlich schwieriger, aber wenn man es jetzt schafft, ja, dann schafft man es auch in der normalen Zeit, wo alles wieder offen ist und alles wieder entspannter.
auch wirtschaftlich entspannter vorangeht. Ja, das auf jeden Fall. Also man merkt schon, dass die Leute ihr Geld mehr zusammenhalten, sagen wir es mal so. Und ich denke mal, wenn das ganze Grobe wieder vorbei ist, dann wollen die Leute auch viel, viel mehr einfach wieder ausgeben, investieren, mehr erreichen. Aber gerade jetzt ist halt eben der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, man sucht sich die Kunden raus, die trotz dessen in dieser schwierigen Zeit, und ich glaube, das betrifft fast alle Branchen, trotz dessen einfach positiv denken. Also natürlich gibt es viele, die negativ denken, aber das ist jetzt nicht meine Zielgruppe, weil ich will jetzt den Leuten helfen, die weiterhin positiv denken und dann halt eben auch sagen, okay, es muss doch einen Weg geben. Also es gibt immer so einen Punkt, entweder man verändert einfach gar nichts, dann bleibt man da, wo man ist. Ja. Oder man geht halt eben zurück, weil gerade keiner was kaufen kann. Oder man sagt halt eben, okay, man investiert jetzt, weil jetzt ist der beste Punkt und hebt sich halt eben von der Konkurrenz ab. Mhm. Also die zwei Punkte gibt's und die zwei Punkte habe ich jetzt auch schon miterlebt bei Kunden oder mit den Kunden, mit denen ich zu tun habe. Und ja, ich suche mir halt eben die raus, die jetzt weiterhin wachsen wollen. Ja, die anderen, ja, die werden ja nicht investieren. Ja. Aus Angst einfach. Das ist halt das Problem, man darf halt nicht in Angststatus verfallen, innerhalb von der Krise, man muss sehr selbstbewusst rangehen, das ist alles auch in gewisser Weise eine Kopfsache. Ja, wenn man sich verschließt und Angst hat und denkt, oh, es funktioniert nichts mehr, dann funktioniert auch nichts mehr. Weil du kannst auch niemanden überzeugen, wenn du selber nicht in einer positiven Stimmung bist, wenn du selber nicht daran glaubst, dass jemand kaufen will, dann wirst du auch niemandem was verkaufen können. Ja. Und wenn du jetzt zuschaust und da Probleme mit hast, ja, dann liegt das auch genau da dran, weil du eventuell einfach von deinem Kopf her denkst, hey, das ist jetzt eine Krise und nimmst diese Krise als Rechtfertigung für dieselbe, warum du selber kein Gas mehr gibst und selber nicht alles tust, um Umsatz zu machen. Natürlich gibt es Branchen, das ist schwieriger als den anderen, ja. Wenn du jetzt ein Reisebüro bist, kannst du schwierig was machen. Das ist halt einfach so. Und Gastronomie ebenso. Aber wir reden jetzt hier von Coaching, Beratung, Training, Dienstleistung. Das geht in der Regel eigentlich immer. Ja. Ja, da gibt es wenige Anbieter, die da nicht irgendwas tun können. Jetzt vor allem mit Hilfe von Digitalisierung, so wie wir das zeigen. Ja, doch aktuell im Beauty-Bereich ist auch schwierig. Also wenn wir jetzt mit Models arbeiten. Ja, ich weiß. Also aber trotzdem funktioniert es dann. Du machst dann noch Umsatz. Ja, natürlich. Immer nach wie vor gibt es ja noch. Es gibt ja immer jemanden, der noch Geld verdient in diesem Markt. So. Ja. Und es gibt immer noch Leute, die Umsatz machen. Du musst halt zu denen dazugehören, die das tun. Und das sind halt einfach die Gas geben, die sich halt nicht mental verbarrikadieren zu Hause und sagen, oh, man kann eh nichts machen. Ja. Ich warte jetzt einfach ab, bis es vorbei ist. Ja, deswegen. Wie gesagt, du hast ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder du willst mehr, dann musst du einfach investieren. Das war auch ein großes Learning bei euch. Ja. Dass einfach, also ich bin schon ein sicherheitsorientierter Mensch, habe aber auch gelernt, also ihr seid, glaube ich, auch beide ein bisschen sicherheitsorientierter. Ja, aber, wir sind auch im Beamtenhaushalt aufgewachsen. Ja, ja, genau. Aber das Problem ist, Geld muss immer im Fluss sein. Also es muss immer fließen. Das, was man einnimmt, muss man einfach wieder reinvestieren, um einfach größer zu werden. So, und ich mache das Ganze ja einfach nur, weil ich noch mehr Kunden erreichen möchte und noch mehr Leuten helfen will, aus dieser jetzigen Situation einfach das Beste rauszuholen. So. Und genau das ist halt eben der Punkt. Das war halt, wie gesagt, auch nochmal ein sehr, sehr großes Learning von euch, weil ich sonst das Geld, glaube ich, eher gebunkert hätte. Aber dann wäre ich halt eben nicht da, wo ich jetzt bin und bin halt nur der kleine einzelne Mann. Genau, man sieht ja nie, was passiert, wenn man investiert hätte, wenn sich jetzt dann ausgezahlt hätte und wo man dann jetzt im Vergleich stehen würde. Diese Opportunitätskosten muss man aber immer im Blick behalten. Ja, was sind die vertanen, was kosten dich die vertanen Chancen, die du nicht wahrgenommen hast? Was kostet sich das, wenn du nicht den Call gemacht hast? Ja, ich meine, du hast die DMC-Strategie umgesetzt, rufst da Menschen an, die vorher noch nie was von dir gehört haben und schaffst es trotzdem, die abzuschließen. Du hättest auch genauso gut einfach nur zu Hause sitzen können und nichts machen. Ja, hättest du nicht anrufen müssen, dann hättest du auch keinen Kunden gewonnen, verstehst du? Ja, no joke. Es gab genügend Kunden, die mich angerufen haben oder die uns angerufen haben und haben gesagt, ey, geil, auf dich haben wir gerade, also wortwörtlich, die haben gesagt, auf dich haben wir gerade gewartet. Als ob uns irgendjemand zugeschaut hat und uns jetzt gerade was zuschickt. Das kam so oft vor und ich dachte mir so, krass. Ja, und das ist, wenn du die richtige Ansprache triffst, wie das ja beibringen. Und das konnte ich mir vorher überhaupt nicht denken, dass die Leute sagen, oh geil, auf den Typen haben wir jetzt gewartet. Auf die Agentur haben wir jetzt gewartet, auf whatever. So. Und wenn das bei mir funktioniert, bei der Agentur, dann funktioniert das auch bei anderen. Ja, so. Ganz genau.
Du hast eben von Umfeld gesprochen. Denn das neue Umfeld innerhalb unserer Community bei Baulig, wie sind die, wie ticken die Leute so? Du bist ja dann in unser Programm reingekommen. Wenn du in unser Programm kommst, dann kommen wir auch immer gleichzeitig zu den ganzen Kunden von uns und auch in die Live-Calls. Das ist ja ein bisschen anderer Vibe, sag ich mal nochmal. Wie würdest du das beschreiben? Ja, ich würde es mal mit großartiges Gefühl beschreiben. Also ich habe halt gemerkt, dass wie sich mein Mindset zu Geld verändert hat. Mhm. Aber im positiven Sinne, also wie gesagt, Fokus liegt darauf, dass ich die anderen Unternehmen unterstütze. Aber trotz dessen ist ja auch das Finanzielle ein wichtiger Punkt. Und ich habe halt gemerkt, dass auch im privaten Umfeld viele oder mit vielen, mit denen du jetzt einfach darüber offen und ehrlich reden konntest, anscheinend, kannst du vielleicht anscheinend auch nicht, weil sonst würden sie es vielleicht verstehen oder halt auch nicht. Ich glaube, die sind die sind so in ihrer eigenen Blase. Ich war vorher auch in dieser Blase und jetzt bin ich in einer anderen Blase und denke mir so, okay, da geht halt noch mehr. So, und das ist halt eben auch krass. Und wenn ich jetzt mit euren Kunden ich habe ja mit vielen von euren Kunden einfach zu tun und das ist jetzt auch mein engeres Umfeld, auch wenn es gerade alles nur digital stattfinden kann hauptsächlich. Ja. Finde ich es halt eben krass, dass ich da irgendwie noch keinen kennengelernt habe, der da irgendwie neidisch auf jemand anderen ist, sondern es wird sich immer gegenseitig geholfen. So. Und das finde ich halt eben mega krass. Und im privaten Umfeld habe ich halt oftmals das Gefühl gehabt oder auch jetzt noch, dass viele dir das halt nicht zu 100% gönnen. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich zu euch gekommen bin und sage, okay, ich arbeite 2 Stunden am Tag, sondern ich arbeite ja wirklich 24/7 fast. Mhm. Aber ich arbeite ja an meinem Ziel. So, und natürlich ist die Anfangsphase schwieriger. Das wird sich dann auch wieder alles lockern, aber das sieht halt eben keiner. Die anderen sehen immer nur den Erfolg. Wie sagt man immer so schön, von über Nacht erfolgreich geworden, aber das ist es ja im Endeffekt gar nicht, sondern man muss ja im Endeffekt jeden Tag was dafür machen. Und Dein Spruch ist es ja im Endeffekt auch, dass man einfach die Disziplin haben muss. So, und das habe ich halt eben auch oft gemerkt. Wie oft hatte ich keinen Bock, irgendwas zu machen von euch und dachte mir so, okay, reiß dich jetzt zusammen, du machst es jetzt einfach. Ja. So, aber das ist im Angestelltenverhältnis genauso. Es gibt so viele Aufgaben im Angestelltenverhältnis, die du machen musst, aber worauf du gar keinen Bock hast. So, und so ist es auch in der Selbstständigkeit. Ja, es ist überall, bei allem so. Also Augen zu. Auf die man keine Lust hat. Augen zu und durch. So. Ja. Mein Trainer fragt mich jetzt auch jedes Mal, und hat es dir Spaß gemacht? Ich so, nee. Personal Trainer oder? Ja, Personal Trainer. Also aktuell Personal Trainer fürs Thai-Boxen, weil das die einzige Möglichkeit gerade ist. Und der fragt mich dann halt auch solche Dinge. Ja, hat es dir denn Spaß gemacht? Ich so, nee. Hast du denn Bock? Ich so, nee, gar nicht. So, ich habe gar keinen Bock auf Sport. So, aber ich mache es einfach, weil es muss. Ja. So, und genauso sehe ich es halt bei gewissen Arbeiten auch. So, dass, wo es wieder an die Umsetzung kommt, wenn ich die Kamera in der Hand habe oder schneide oder Bilder bearbeite, alles cool, das macht mega Spaß, aber es gibt halt auch viele Bereiche, auf die ich keinen Bock habe, aber ich mache es einfach. Ja, sehr geil, sehr, sehr cool, da hast du vollkommen recht. Also am Ende des Tages, viele fragen immer auf Instagram hier, wie motivierst du dich selber dazu und so weiter und so fort. Das hat weniger mit Motivation zu tun, als einfach mit Disziplin. Und wenn man die richtigen Schritte kennt, ja, dann kommt der Erfolg einfach von selber. Du musst halt einfach nur diese Schritte immer wieder gehen und es ist auch immer wieder sehr repetitiv. Ja, ich meine, du machst jetzt immer wieder dasselbe im Prinzip, dieselbe Strategie, um Kunden zu gewinnen, aber es funktioniert. Funktioniert genauso heute wie vor ein paar Monaten und so weiter und so fort. Und das ist halt das, was Erfolg ausmacht. Erfolg ist eigentlich relativ langweilig, wenn man es im Detail ansieht, aber nach außen hin wirkt es immer super crazy und krass, ist es aber nicht unbedingt, weil es einfach, wie gesagt, man macht die Schritte, die klappen, man verkauft ein Angebot, was sehr erprobt ist und das wiederholt man einfach immer und immer und immer wieder, ja, man findet dann irgendwann eine automatisierte Lead-Generierung und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages ist es genauso. Ja, aber einen Punkt habe ich noch dazu, weil mich ja auch so viele fragen auf Instagram, ob ich denn noch ein Privatleben habe, weil ich ja in jeder Story irgendwie nur hasse. Ja, natürlich, also man hat noch ein Privatleben, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich finde, wenn man das macht, worauf man Bock hat, dann macht man das halt immer auch gerne. Ja? Ja. So, man sieht es ja auch bei euch. So, wie oft zieht ihr einfach mal so einen Livestream nach hinten? So, weil angesetzt sind die mit 1,5 Stunden, manchmal sind wir auch 2,5 Stunden drin, weil ihr einfach Bock drauf habt. So, aber ihr macht halt die Live-Calls im Training gerade. Ja, genau. Ja. So, und
genau das ist halt eben der Punkt. Wenn es dir Spaß macht, dann machst du halt auch mehr von dem, was dir Spaß macht. So. Ja, also work hard und play hard. Fertig. Genau so ist es also. Das fühlt sich meiner Meinung nach auch gar nicht an wie Arbeit. Ja. Am Ende des Tages ist es aber Arbeit, aber es fühlt sich ja nicht so an. Wenn man das erreicht hat, dann ist man auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Wie kann man denn, wenn man jetzt selber in diesem Bereich tätig ist, also im Beauty-Markt unterwegs ist und dich in Anspruch nehmen möchte als Agentur, wie kann man dich finden? Auf meiner Homepage oder auf Instagram unter Meschlers Art. Den Link kriegt ihr jetzt hier nochmal einmal angezeigt, wenn ihr auf seiner Webseite euch das mal anschauen wollt. Ich nehme an, man kann sich dann eintragen und ihr ruft dann mal an. Ne? Genau, so machen wir das. Und ansonsten für alle, die jetzt zuschauen und sagen, hey, ich bin selber Coach, Berater oder ich habe eine Agentur, so wie er, möchte lernen, wie ich meinen Umsatz steigern kann, dann geht doch auf www.andreasbaulig.de, tragt euch ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir schauen uns dann genau an, wo du gerade mit deiner Agentur stehst oder eben vielleicht mit deiner Coaching-Dienstleister oder deinen Trainings und werden dir dann helfen, eben genau herauszukriegen, was so die Stellschrauben sind, die man bei dir ändern kann, wo man drehen kann, um einfach da mehr Umsatz, auch gleichzeitig mehr Gewinn zu machen und einfach effizienter auch zu arbeiten, sodass du dann entweder dasselbe Geld verdienst mit weniger Arbeit oder einfach genauso viel arbeitest und dafür viel, viel mehr Geld verdienst. Ja, das sind so die beiden Varianten, die man da so gehen kann. Ich bin eher der Freund von mehr Arbeiten, aber auch nur, weil es mir Spaß macht. Also. Ja, ist ja vollkommen legitim. So, dementsprechend. Ich meine, du bist jetzt auch nicht so in dem Alter, dass du jetzt in Rente gehen willst wahrscheinlich, ne? Hast noch ein bisschen. Mit Ende 20 Rentner. Nee. Dementsprechend ist bei mir dasselbe, da arbeite ich auch gerne. Also, keine Ahnung, ich sehe auch nicht, also weiß nicht, wie bei euch ist da wahrscheinlich auch der Fall, so ihr müsstet gar nicht mehr machen. Also ihr müsstet gar nichts mehr machen wahrscheinlich, aber ihr macht es einfach, weil ihr Bock darauf habt. Und genau, ja, wir haben ja noch höhere Ziele als das, was wir bisher erreicht haben, dementsprechend. Ja, aber für die meisten, die hier gerade zuschauen, ist das wahrscheinlich schon das, was sie sich am meisten vorstellen können. Und ihr seid ja nochmal ganz anders vom Mindset her. Ja, anders vom Mindset her. Wir sind alle Menschen, ne? Das, was wir gemacht haben, kann jeder machen. Im Grunde, wenn er die richtigen Steps geht. Aber du hast, also klar, also ich bin jetzt 26, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bin auch keine Lust auf eine Rente zu gehen. Wäre ja sonst zu langweilig. Wenn du den ganzen Tag nichts machst, also selbst wenn du den ganzen Tag nur im Ausland, im Urlaub, whatever bist, irgendwann wird's langweilig. Ja, das ist wirklich in der Tat so. Ich kann auch nie länger Urlaub machen als, sage ich mal, 14 Tage oder so, dann werde ich schon wieder hibbelig und muss das machen. Ne? Ja. Kennt man ja. Ist halt einfach so, ja? Wenn man einmal sich dran, ist ja auch nur eine Gewohnheit, das Arbeiten, ne? Ist ja einfach eine Gewohnheit, wo man sich dran gewöhnt hat. Du kannst ja nicht einfach einen Tag nichts, also gar nichts machen. Also das geht schon, aber jetzt nicht 2, 3, 4 Tage am Stück einfach nichts tun. Verstehst du, was ich meine? Das war langweilig. Ja, manchmal frage ich mich dann auch, okay, was machen die anderen eigentlich so am Wochenende, die so 9-to-5 haben? Weil ich ja im Studio bin oder im Büro bin oder irgendwas mache halt. Und denke mir so, krass, was machen die? Ich kann es mir nicht mal vorstellen, weil die gehen alle vielleicht ihr Hobby nach, aber wenn dein Hobby einfach dein Job ist, dann kannst du den ganzen Tag einfach. Ich freue mich auf jeden Fall für ihn, weil er hat es auf jeden Fall geschafft, seine Leidenschaft richtig zum Beruf zu machen. Ja. Das merkt man hier, finde ich. Schreib mal in die Kommentare, ob man das merkt. Alles klar, also vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass du hergekommen bist aus Erfurt, ja, und die Strecke auf dich genommen hast. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ja, war sehr cool. Wurde natürlich herzlichst empfangen von der lieben Nicole vorne. Und ansonsten cooles Team, alle die ich kennenlernen durfte. Und genau, würde auch auf jeden Fall jederzeit wiederkommen. Meine größten Learnings waren im Endeffekt das Verkaufen zu lernen. Und ich hatte halt eben auch ein negatives Mindset-Problem zum Verkaufen. Ich habe das halt wirklich negativ gesehen. Aber ich würde das Ganze jetzt aus einem positiven Aspekt sehen, weil wir im Endeffekt nicht verkaufen. Also wir verkaufen schon, aber wir unterstützen halt eben dabei auch die ganzen Firmen und machen die in dem Fall erfolgreicher. Mein höchster Monatsumsatz waren 30.000. Und ja, Luft nach oben ist auf jeden Fall noch. Und jetzt geht's auf zu sechsstellig. Wem? Oh, da könnt ihr im Endeffekt die ganze Fotobranche nehmen, weil viele da draußen mega geile Künstler sind, aber das Verkaufen noch nicht so beherrschen. Und warum? Weil jeder das verdient hatte, dass er Geld mit dem macht, was ihn halt eben Spaß macht. Und ich kann ja jetzt hauptsächlich aus meiner Branche reden und in der Fotobranche ist es halt eben wirklich so, dass viele mehr wollen, aber immer irgendwie ein negatives Mindset-Problem ist.